Jetzt geht's weiter auf den Marktplatz. Audi RS6 C8 von Sascha. Sascha begleitet uns auch schon seit einigen Jahren immer wieder mit Fahrzeugen. Zuvor war es ein RS6 C7 Modell und jetzt ist es ein RS6 C8, das aktuelle Modell. Auch schon mal bei uns auf dem Kanal zu sehen gewesen. Zuvor noch mit der Core Speed Deville in 10,5x22. Nun hat Sascha die Barracuda Racer drauf in 10,5x22 an beiden Achsen mit einer 3,5-25er Bereifung. Tieferlegung mit Luft und noch ein Bodykit dazu. Schön, dass du wieder da bist, Sascha. Magst du ein bisschen was über dein Fahrzeug erzählen? Was kann man dazu erzählen? RS6 C8, ein bisschen was an der Leistung gemacht, um die 930 PS, 1280 Newtonmeter. Fahre hier die Barracuda in 10,5x22, wenn ich es richtig weiß. Genau, die Racer. Genau, die Racer. Mit gefräster Speichenkontur. Muss ich ganz kurz dazwischen plappern. Ja. Die Leistung bitte nochmal. 930 PS, 1280 Newtonmeter. Ihr habt alles mitbekommen. 930 PS, 1280 Newtonmeter. Jetzt darfst du rein. Genau, gar kein Problem. Genau, modifizierte Abgasanlage, wegen der Leistung natürlich auch. Sonst ist relativ original, dadurch tiefer, anderes Spoiler-Kit dran. Und sonst einfach das Auto so lassen, wie es schon von Anfang an wirkt. Ja, einen Frontspoiler haben wir, einen Seitenspoiler haben wir, Heckdiffusor haben wir. Und natürlich auch alles bei uns erhältlich bei JMS Fahrzeugteile. Ist von Ingo Noack Tuning. Genau, die Racer, wie wir sie drin auch schon vorher vorgestellt haben, in 10,5x22, aber noch perfekt ausgefüllt auf den letzten Millimeter, was maximal TÜV-technisch möglich ist. Mit Distanzscheiben, mit zentrierten Distanzscheiben natürlich bei diesen Boliden. Also mega Optik, perfekter Abschluss. So muss ein Rad unter dem Fahrzeug sitzen. Und wenn man auch mal reinschaut von der Seite, eine fette Konkavität haben wir bei dem Rad natürlich auch noch. Und Platz zur Bremse aufgrund dieser ET. Sowieso kein Problem. Ja, das ist sehr stimmig. Also vorne auch, vor allem also mit dem Platz. Und vor allem, da geht es ja nicht nur um 2-3 Millimeter, da ist noch mächtig Platz eigentlich. Also das kann man nirgendwo von zu eng sprechen. Sieht auch gut aus, jetzt ein bisschen im Rathaus zu sein und nicht jetzt wirklich auf Kante. Finde ich sehr, sehr gelungen. Ich kenne ja das Auto, aber ich bin immer wieder begeistert. Also wirklich, und vor allem von der Leistung, das ist ja brachial. Wie kam die Leistung zustande? Standardmäßig hat er 600 PS, ja. Ist ein 4,0 Liter Biturbo, ja. Und jetzt durch geänderte Ansaugung, durch geänderte Technik, Software, geänderte Getriebesoftware sind wir da, aber man muss auch aufhören, ab 1300 Newtonmeter macht das Getriebe einfach nicht mehr mit, ja. Das heißt, wir haben es darauf eigentlich begrenzt. Und welche Lader? Die Lader, das sind Standardlader, sind nur nachgearbeitet worden, ah, ja. Und dann durch die Abstimmung quasi für die Eintragung vorbereitet worden. Jochen, was sagst du? Das Auto wird immer schöner. Ich bin fasziniert. Ne? Also wie gesagt, zuvor waren mal die Core Speed Deville drauf. Die sahen auch genial auf dem Fahrzeug aus, aber jetzt natürlich deutlich aggressiver. Also dieses Rad auch mit den vielen Details in der Speichenkontur, nicht nur durch die Fräsungen am Außenhorn und auch an der V-Speiche, die Durchbrüche in den Speichen, macht das Rad einfach filigran, leicht und doch irgendwo aggressiv und sportlich. Ne? Ich finde es halt absolut auch von den Kanten her, die der RS6 sowieso hat, mit dem Rad selber, das harmoniert massiv gut. Also und Sascha selbst war auch happy. Komplett neuer Look, sagt er vorher eigentlich. Auch eher einen auf richtig edel und jetzt ist es eigentlich mehr so Richtung aggressiv. Ne? Genau. Deutlich sportlicher. Ja. War ja eigentlich so eine Blindgeschichte. Ich habe ihm da so ein bisschen vertraut. Er wusste, ich möchte wechseln. Er sagt, nimm die Felgen. Und es hat eigentlich doch sehr gut funktioniert. Der Look ist anders geworden einfach. Das ist wirklich also liebe Zuschauer, sportlicher. Liebe Zuschauer, er kriegt es mal wieder mit. Wenn ihr bei der Firma JMS anruft und ihr habt Jochen Schweiger am Telefon, man kann ihm echt vertrauen. Weil es gibt wahrscheinlich keinen in Europa, der so viel Ahnung hat von den Umbauten und von Tuning und von den Produkten, wie die zu was passen, weil er eben noch auch die von Gott gegebene Gabe besitzt, das Ganze sich auch in der Fantasie vorstellen zu können und halt auch viel verkauft hat und weiß, wie was wirklich aussieht, weil es schon mal irgendwo angewendet wurde. Aber auch wenn nicht, er ist der Mann der Stunde, er weiß Bescheid. Danke, Achim. Aber es gibt sicherlich noch einige andere Spezialisten, die wo das in die Richtung auf die Kette bekommen. Ich habe noch keinen anderen, mit dem ich eine Messe mache wie dich. Also gibt es offensichtlich. Okay.
So, Sascha, wir schreiten zur nächsten Tat, zum Polo Derby. Vielen herzlichen Dank, dass du mit deinem Fahrzeug da bist. Sehr gerne, wie immer. Und für das Interview. Bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Ciao. Alles Gute, wir sehen uns später. Danke, ciao.